Und wir, liebes Publikum, wir kommen zum künstlerischen Ausdruckstanz. Wie könnte die neue Weltordnung aussehen? Diese derart aktuelle Frage stellt sich die Body Project Dance Company in ihrer aktuellen Produktion. Im Stück Newtopia entführen die Tänzer in eine Welt mit neuen Klängen, neuen Bildern und sogar mit neuen Wirklichkeiten. Und gleichzeitig stellt sich die Frage, wo bleiben da die Menschen und ihre Helden? Utopie, die Vorstellung einer Wirklichkeit, die noch nicht existiert. Newtopia, das ist die getanzte Wirklichkeit der neuen Produktion des Body Projects. Die griechische Choreografin Patricia Apergi kreierte diese neue Realität. Eine Welt, in der man fallen, aber auch wieder mit neuer Kraft aufstehen kann. Was ich mit dem Stück ausdrücken möchte, ist, durch deinen Fall, durch deine Niederlage, wenn du denkst, dass du alles verloren hast, dann kannst du aus deinem Verlust neue Kraft schöpfen. Was wir mit unserem Stück vermitteln wollen, ist, wenn du denkst, du hast alles verloren, kannst du aus deinem Verlust Kraft schöpfen. Du bist kein Verlierer. Du kannst aus deinem Fall eine neue Zukunft schaffen. Premiere hatte das Stück am Dienstag in der Szene Salzburg im Rahmen des New Faces, New Dances Festivals. It's not about bad, good. Es ist nicht über böse, gute oder nette Menschen. Wir sind alle komplexe Wesen und haben unterschiedliche Seiten in uns. Mit unseren Bewegungen und Beziehungen zueinander versuchen wir, so viele Seiten wie möglich hervorzubringen. Diese Komplexität unseres Seins, das wollen wir den Leuten, die unser Stück ansehen, mit unseren Bewegungen und Beziehungen zueinander vermitteln. Um die Bewegungen zu perfektionieren und dem Stück damit seine Leichtigkeit zu geben, steckt harte Arbeit dahinter. 6 Wochen lang, 6 Tage die Woche, 8 Stunden pro Tag trainierten die Tänzerinnen und Tänzer zusammen mit ihrer Choreografin Patricia Apergi. I think she's also working a lot with this. Sie arbeitet mit der Idee, den Körper an seine Grenzen zu bringen. Das ist mental und körperlich sehr anstrengend. Man braucht viel Energie. Wir mussten viele Sachen oft wiederholen, bis wir genau das ausdrücken konnten, was wir wollten. Sie schafft es, einen ans Limit zu bringen. Und genau da passiert die Magie. Die Tänzerinnen und Tänzer sind zwischen 23 und 27 Jahre alt. Das Body Project bedeutet für das junge Ensemble eine 2-jährige Übergangszeit zwischen Ausbildung und der professionellen Tanzkarriere. Beheimatet ist das Body Project in der Seed Dance Academy in Salzburg. Viele erhielten hier auch ihre tänzerische Ausbildung. They are very skilled and very talented, and so they gave me, you know, the freedom to be able to really to imagine. Sie sind alle sehr talentiert. Sie gaben mir die Freiheit, all unsere verrückten Ideen zu verwirklichen, die wir für unsere Utopie hatten. Unsere Bewegungen sollten die Idee unserer Utopie auf unseren Körper reflektieren. In a way it can reflect this utopian idea of how a body can move. Tanz als Ausdrucksmittel für eine neue Wirklichkeit. Ein neues, friedliches Newtopia für die Bühne. Vielleicht gelingt das auch irgendwann einmal in der realen Welt.